Servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von mir. Ja, wir werden heute gemeinsam den letzten Hafer für dieses Jahr ausbringen, aussehen. Es handelt sich jetzt nur noch um 30, aber zuvor müssen wir nochmal raus mit der Egge und dem 633, da das Saatbeet doch noch sehr grob ist. Deswegen werden wir das Ganze nochmal durchschaffen. Ja, nebenbei noch ein paar Steine zusammenlesen. Jetzt demnächst müsste noch ein Bekannter, ein Kollege kommen, der hilft dann, geht ein bisschen bei. Der hat derzeit Corona frei und hat gemeint gehabt, er hätte Zeit, er könnte vorbeikommen. Und bei so einer Arbeit ist natürlich jede helfende Hand gerne gesehen. Ja, wir werden das Ganze heute ausbringen oder den Hafer mit der Sämaschine von uns. Also werden wir diesbezüglich dann auch solo fahren. Ohne die Fräse hängen wir dann auch hinter den 633. Also heute kommt überwiegend der 633 zum Einsatz. Ja, so, hier haben wir das Saatgut noch stehen. Und hier nebenan haben wir noch was anderes stehen. Hier haben wir Grasmischung. Wir werden heute auch uns ein bisschen noch ums Grünland kümmern und werden dann, nachdem wir den Hafer gesät haben, noch ein bisschen ja, das Grünland nachsehen. Da wird der 633 auch im Einsatz sein und folgedessen werde ich noch das Grünland einmal abschleppen. Da werde ich den Case nehmen und werde mir noch eine Wiesenschleppe holen. Die gehört dann allerdings nicht mehr, die ist dann leihweise da. Ich weiß gar nicht, was die für Arbeitsbreite hat. 4,50 Meter, 6 Meter, keine Ahnung. Auf jeden Fall völlig ausreichend und überdimensioniert für unsere Verhältnisse. Und ja, ich nehme euch mit, seid wie immer gespannt und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind jetzt raus am Feld angekommen, Verstärkung ist auch mit am Start. Wir werden jetzt hier auf dem Feld einfach nur die grobe Brocke runterlesen, weil wenn wir jetzt hier jeden einzelnen Stein in die Hand nehmen und ablesen, ja, sind wir zur Ernte noch nicht fertig. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los, oder? Jo. Fabi, alles klar? Jo. Gut. Bist du motiviert? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, darf ich vorstellen, mein neues Steinsammel-Lesegerät. Und Bunker gefüllt. Ja. Komm, wir zeigen mal den Leuten, wie so ein Bunker entleert wird. Ja. Schaut sehr effizient aus. Auf jeden Fall. Ja, Spaß beiseite. Also bei der Arbeit ist man wirklich froh um jede helfende Hand. Am gestrigen Tage war ich draußen im Grünland und hab Disteln und Ampfer gestochen. Ja, das Wetter war arschkalt, ging Wind wie Sau, heute ist auch relativ kalt.
Wir haben aktuell 4 Grad. Gut, momentan ist windstill, Gott sei Dank. Aber ja, das sind einfach so Arbeiten. Genau, wo man allein kein Stück sieht. Zu zweit geht es schon wieder. Man hätte einen größeren Eimer mitnehmen können. Aber naja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Und was kostest du so auf die Betriebsstunde als Steinesammler? Der Paulaner Spezi. Der Paulaner Spezi. Ah, ja. Kriegen wir gerade so noch, ne, oder? Ja. Ein gutes Overtessen kriegst du auch noch, ja? Nee, um so Leute ist man wirklich froh. Genau, wir waren jetzt noch ein bisschen Steine ablesen. Und dann gibt es auch noch ein paar Aufnahmen vom 633 im Einsatz. Fabi, ja. Bist du schon mal Ecke gewesen, selber gefahren? Ja. Ah ja, kriegst du später mal eine Fahrstunde? Ja. Führerschein hast? Ja. Ja. Brauchen wir auch, ne? Also, bis dann. Steinableser sind wir jetzt fertig. Der Kollege hat eben noch eine Schnelleinweisung gekriegt in den Bulldog und ins Gerät. Der darf sich jetzt hier austoben. Ja, macht er wirklich gut. Und ich habe ihn vorher jetzt noch am Vorgewende jeweils eine Bahn runter zugezogen, dass er weiß, wo die Maschine ausheben kann und wieder absenken kann. Und ja, hier oben haben wir die Steine hingekippt. Kam doch einiges zusammen, es sind jetzt auch ein paar kleinere Brocken dabei. Die hätte man vielleicht auch liegen lassen können, aber gerade so die größeren hier. Und wenn man sich eh schon runterbeugt, kann man die kleinen auch gleich mit zusammenlesen. Was weg ist, ist weg. Ja, so ist das hier in dem Schlag. Im kommenden Jahr werden wir wieder drüber müssen und ablesen. Das ist so, wenn du hier mit dem Grupper durchgehst oder gegebenenfalls sogar mit dem Flug. Es kommen immer wieder neue Steine hoch. Ja, so ist das. Zack. Ah!
Der Knoche ist umgelegt. Oh. Fabi, weißt du, wo der Knoche sitzt? Da unten dran. Siehst du das? Da, ja. Da kannst du umdrehen, da der rote. Genau. Nach links oder nach rechts? Oh, weiß ich gerade gar nicht auswendig. Andersrum. Genau. Wenn ich den länger abstelle, weißt du, ich den immer umlege. Ja. Sicher ist sicher. So, Kabine ist wieder einigermaßen sauber, hab's vorhin noch ausgekehrt. Sah aus wie Sau. So. Jetzt müsste auch okay. Jawohl. Lass mal gerade mal da stehen. Servus. So, holen wir gerade 633. Komisch aufgeschüttet. Ja. Sammelt sich da wieder neu. So, sagt gut euch gefühlt. Ich habe bloß der eine Sack. Die Aussaatsteige bleibt das gleiche wie das letzte Mal. Ist ja das gleiche Saatgut, da hat sich jetzt nichts verändert. Weil wenn man jetzt einen anderen Hersteller hätte, ein anderes Saatgut, andere Sorte, dann wäre es so, dass vielleicht dort die Angaben auf dem Etikett wieder anders sind und dann müsste man das neu ausrechnen und gegebenenfalls neu einstellen und nachstellen. Genau so sieht es aus. Mein Vater wird jetzt rausfahren, seht es noch. Wir machen jetzt erstmal Mittag und danach geht es weiter, da werden wir die Wiese-Schleppe abholen und dann machen wir da weiter. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Attacke! Lässt ich vielleicht auch noch neu? Krieg ich nichts zu essen. So, nach dem Essen gestärkt geht es auch direkt weiter. Erstmal Linse sauber machen. Altbekanntes Problem, wenn sie mal staubt, sieht man dann sofort. Ja, meist nicht gleich, aber beim Schneiden spätestens. Ja, die Wiesenschleppe haben wir bereits abgeholt. Mit der werden wir jetzt auch rausfahren ins Feld. Mein Vater ist fertig im Havasee. Da haben wir die Sämaschine jetzt gemeinsam umgestellt. Oh, Feinsämmerei, weil mit der wäre mir das Grünland dann nachsehen. Aber alles weitere besprechen wir dann draußen im Feld und seht ihr draußen im Feld. Leg mal los. You don't feel
Also auf diesem Schlag wird das Gras aktuell nochmal nachgesät. Das hat einfach den Grund, da es relativ dünn ist. Ja, an manchen Stellen steht fast gar nichts. Wir wollen hier eine dichtere Grasnarbe erhalten, somit wird das nochmal nachgesät. Und ja, wir haben das Gras ausgesät, oder wir stehen hier eigentlich auf dem Feld, das ist Ackergras, ja, wird 2017 angelegt, oder 2018. Und da ist es so, dass 2018 einfach, ja, die Dürre, ne, Trockenheit, 2019 Trockenheit, und mit der Dürre zu kämpfen, da wächst einfach nichts gescheit, außer Unkräuter. Deshalb gehen wir jetzt einfach nochmal bei, sehen das nach. Ja, das machen wir jetzt mit der Bosch-Sämaschine. Es gibt natürlich auch andere Mittel und Möglichkeiten, ne, ja. Aber die Maschinerie haben wir nur nicht. Und wir schaffen mit den Gerätschaften, die wir haben, die uns zur Verfügung stehen. Und müssen somit jetzt nicht unnötig noch irgendwelche Geldsummen in die Hand nehmen und investieren. Genau. Anschließend werden wir mit dem Case und der Wiesenschleppe nochmal über diesen Schlag hier drüber fahren und werden somit einfach die ganzen Bodenschäden, die vorhanden sind, wie beispielsweise durch die Wühlmäuse oder auch vereinzelt Maulwurfshügeln, diese werden wir einebnen, um so, ja, auch den Dreck, ja, folgedessen aus dem Futter rauszubekommen, weil wenn wir das jetzt nicht machen würden, hätten wir mehr Dreckanteil im Futter, und umso höher der Dreckanteil im Futter, auch Rohascheanteil genannt, desto eher erkranken jetzt die Tiere, ja? Und deswegen möchte man dem natürlich auch aus dem Weg gehen und führt einfach solche Maßnahmen durch. Nächster positive Effekt bei der ganzen Geschichte ist auch, dass die Grasnarbe belüftet wird und Unkräuter, Beikräuter, die wir nicht haben wollen, auch nochmal im Schacht gehalten werden. So sieht's aus. Ja, wir werden dann gleich loslegen noch mit dem Case, und dann gibt es noch ein paar schöne Aufnahmen für euch. Sehen, so viel zu der Geschichte. Mein Vater ist gleich weitergefahren. Der sieht jetzt noch das Stück, wo dann zukünftig die Hühner drauf kommen. Dazu gibt es auch noch genauere Details in einem anderen Video, sonst wird dieses Video, denke ich, zu lang. Ja, wir beide machen jetzt mal noch die Wiesenschleppe sauber, bringen die zurück. Ich sage danke an denjenigen, wo ich es leihen durfte. Und ja, das war es dann auch schon wieder. Du gehst dann später heim. Wie war der Tag heute so für dich? Super. Super. Richtig Spaß gemacht. Hast du auch was gelernt? Ja. Ja, ja.
Nee, genau. Aber wir bringen dann noch die Wiesenschleppe weg, nachdem wir es sauber gemacht haben. Wir wollen ja nicht die Straße einsauern. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für diesen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.